Ich möchte euch heute mal ein super schnelles und ganz, ganz einfaches Oldschool-Rezept zeigen. Wir machen eine klassische Mehlschwitze. Für einen Liter Fond sollte man immer 50 Gramm Butter nehmen und für eine Soße, die ja ein bisschen dicklicher sein darf, traditionell gekocht, 60 Gramm Mehl. Topf habe ich schon ein bisschen warm gemacht. In diesen Topf geben wir jetzt die Butter hinein. Diese Butter, 50 Gramm, lassen wir jetzt einfach schmelzen. Die Butter schmilzt. Carmen, schau einmal hinein. Das ist ja nun kein großes Drama. Butter schmilzt. Und sobald die richtig schön geschmolzen ist, geben wir jetzt unser Mehl hinein. Dann nehmen wir einen Löffel. Schaut noch mal eben einmal kurz hinein. Das Ganze wird jetzt so verrührt zu einer Mehlschwitze. Nichts anderes ist damit gemeint. Was ganz wichtig ist, ihr müsst jetzt sehen, dass sich das Ganze gut verknetet, damit wir eben hinterher keine Klumpen im Mehl haben. Diese Klumpen hätten wir dann später eigentlich auch in der Suppe. Mehlschwitze heißt auch, es darf keine Farbe nehmen.